Charlotte, ich würde als erstes mit dir ganz gerne eine richtig gesunde Vitaminbombe bauen. Ja, ja, aber gesund bin ich immer dabei. Der erste Sommersnack, Obstsalat. Ein Klassiker an heißen Tagen. Und als allererstes bräuchte ich ein Handrührgerät. Und dann machen wir hier ein Loch, wo genau der Schneebesen reinpasst. Mit Ralfs Trick lässt sich der sonst unhandliche Obstsalat lässig und kleckerfrei mit der Hand essen. Dafür braucht er eine Wassermelone, Weintrauben, Erdbeeren, Drachenfrucht und Mango sowie eine etwas ungewöhnliche Zubereitungstechnik. Denn zuerst muss das Fruchtfleisch raus. Mit dem Handrührgerät zerhäckselt Ralf das Fruchtfleisch. Eine sehr effektive und saubere Methode. Also mit dem Rührgerät war ich auch bisher noch nie in der Wassermelone. Dann alles in die Schüssel. Jawohl! Das pürierte Fruchtfleisch hebt Ralf für später auf. So, jetzt schauen wir her. Ja, schaut super aus. Es sind halt Kerne drin. Mhm. Ja? Und Kerne ist immer, ich weiß es von meinen Kindern, die mögen es halt gar nicht. Deswegen müssen die Kerne raus. Am schnellsten geht das mit einem Sieb und einer Schöpfkelle. Nächster Schritt, die Füllung. Die besteht aus verschiedenen kleingeschnibbelten Fruchtstückchen. Damit die später nicht einfach nur lose aufeinander liegen, greift Ralf zu Gelatine. Die verbindet Obst- und Melonenschale. Wir haben einen Liter Flüssigkeit. Mhm. Das sollten 16 Blatt Gelatine sein. Die müssen wir einweichen. Und was wichtig ist, jedes Blatt einzeln nicht auf einmal reinschmeißen, sondern wirklich das Blatt nehmen und es so reindrücken. Ein Tipp vom Profikoch für noch mehr Geschmack. Statt Wasser nimmt er den Melonensaft zum Auflösen der Gelatine. Das wird schon ein bisschen wappelig. Mhm. Ja? Sehr gut. Dann machen wir das nämlich jetzt so, dass wir die Wassermelone hier herstellen. Du kommst zu mir und dann füllen wir das hier in die Wassermelone ein. Damit so wenig wie möglich daneben geht, ein kleiner Trick. Wenn du jetzt so schöpfst, dann tropft ja das. Ja. Wenn du einmal ganz kurz in die Flüssigkeit gehst, zieht sich das ab und tropft ganz, ganz langsam oder gar nicht mehr. Nach dem Eintunken bleibt weniger Saft an der Kelle, der wegen seiner starken Oberflächenspannung nicht mehr tropft. Ist die Wassermelone befüllt, wandert sie zum Aushärten in den Kühlschrank. Nach 4 Stunden kommt der alles entscheidende Schnitt. Oh wow, das wurde richtig fest. Wollen wir durchschneiden? Ein Obstsalat versteckt in einer Wassermelone. Optisch auf jeden Fall ein Knaller und einfach mit der Hand genießbar. Aber schmeckt's auch? Witzig, oder? Ne? Super erfrischend. Ja. Ich finde, es schmeckt auf jeden Fall sehr natürlich und man schmeckt, dass es nicht so viel Zuckerzusatz hat, ne? Es hat gar keinen Zuckerzusatz, weil die Wassermelone ist ja wirklich süß und dann haben wir halt nur die Bitter hier und die Weintrauben, die ein bisschen mehr Säure haben. Der nächste gepimpte Sommerfood-Klassiker, eine Bratwurstblume. Dafür geht's raus an den Grill. Ralfs Plan, die langweiligen Würstchen in eine Blume verwandeln. Seine Hilfszutaten Tomaten und Eier. Also ehrlich gesagt weiß ich gerade noch nicht so ganz, wie das nachher in der Verbindung sein soll mit dem Ei. Ich könnte mir irgendwie so ein bisschen vorstellen, dass man vielleicht so einen Kreis macht. Gar nicht mal so verkehrt. Erster Schritt, Bratwürste grillen. Aber Achtung! Eine Seite soll schön gebräunt sein, die andere muss nur zu 70% durchgebraten sein. Die Würste schneidet Ralf in ca. 1 cm breiten Abständen bis zur Hälfte ein und legt die Enden zusammen. Dann holen wir uns einen Holzspieß, schau her, und dann fixieren wir das einfach, also das heißt, den Spieß einfach hier so rein. Mhm. So, dass man nachher nur findet und sieht und gut ist. Jetzt ist Charlotte dran. Einschneiden und fixieren klappt auf Anhieb. Aber was ist jetzt mit den Eiern? Zuerst auf den Grill und dann das Ei rein. Ich würde dir eins zeigen und dann kannst du den Rest fertig machen. Das legen wir hier so auf. Immer an einer flachen Stelle aufklopfen, nie an der Kante. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich habe das immer an der Kante aufgeklopft. Nee, dann splittert es zu fein ab und dann kann es sein, dass du kleine Eisplitter im Spiegelei drin hast. Das wusste ich nicht.
Das Ei in der Mitte bildet die Blüte, die Bratwurst die Blütenblätter. Nach etwa 4 Minuten ist sie fertig. Ein Salat und ein Dressing aus Zitronensaft und Salz verleiht dem Gericht einen frischen Kick. Noch frische Kräuter und etwas Öl. Fertig ist der neue Bratwurst-Look. Dann wünschen wir uns einen guten Appetit. Schaut und lassen wir es uns einfach schmecken. Vielen Dank. Guten Appetit. Mit dieser Bratwurstblume kann Charlotte ihre Gäste bestimmt beeindrucken. Ich fand es super einfach, weil ich finde, so dieses klassische Grillen, irgendwann wird es langweilig und das ist einfach echt meine Abwechslung. Zum Essen braucht es einen sommerlichen Drink. Auch der kommt vom Grill. Was hältst du denn davon von einer gegrillten Zitronenlimonade? Habe ich noch nie gehört. Machen wir nämlich jetzt. Ich freue mich. Bio-Zitronen, Zucker, Ingwer und Zuckerwasser. Mehr brauchen die beiden für die gepimpte Limonade nicht. Die sauren Zitronenstücke tunkt Ralf in süßen Zucker und legt sie auf den heißen Grill. Der Effekt? Der Zucker karamellisiert und gibt den Karamellgeschmack an die Zitrone ab. Nach etwa 2 Minuten wendet er die Stücke. So werden sie gleichmäßig braun. Dass wir dann nur ein bisschen mit Kräuter spielen, und zwar Thymian und Rosmarin dazu, ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Die würde ich dann auch einfach ein bisschen im Grill erhitzen. Das heißt, die kommen dann oben drauf auf den Drink? Ich lege sie einfach hier so oben drauf. Dann werden die richtig schön heiß auch. Und dann können wir das Ganze zur Limonade fertig bauen. Durch das kurze Erhitzen entfalten die Kräuter besser ihr Aroma. Für eine frische Note sorgen ein paar Ingwerscheiben. Die Gläser füllen Ralf und Charlotte etwa 3/4 auf. So bleibt noch genug Platz für etwas Eis. Wichtig, alles kurz durchkneten, damit sich die Zutaten vermischen. Dann mit Papierstrohhalmen genießen. Zum Wohl. Lassen wir es uns schmecken. Sehr lecker. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ein paar Freunde kommen und man möchte ein bisschen mehr machen, dann finde ich, das ist eine super Variante und das ist, schmeckt auf jeden Fall viel frischer. Die Limonade. Bei Ralf und Charlotte wird sie nicht kalt gepresst, sondern heiß gegrillt. Ein Gericht hat Ralf noch auf Lager. Die quietschbunte Nachspeise. Fluffy Bread. Das wohl fluffigste Brot der Welt. Fluffy Bread, sagt ihr das was? Habe ich noch nie gehört. Ich bin da gespannt, weil ich sehe jetzt nur die drei Zutaten und die Lebensmittelfarbe. Und ich bin jetzt mal gespannt. Mehl und Wasser? Diese Zutaten braucht Ralf für sein Brot nicht. Stattdessen nimmt er Eier, Zucker, Maisstärke und ein bisschen Lebensmittelfarbe. Hauptzutat für das fluffige Brot, Eiweiß. Das verleiht dem Brot die leichte Textur. Also erstmal Eier trennen. Das Eiweiß schlagen die beiden steif und geben langsam Zucker und die Maisstärke dazu. Diese sorgt dafür, dass das Brot nach dem Backen nicht in sich zusammenfällt. Damit sie nicht klumpt, sollte man sie sieben. Profikoch Ralf kennt da aber einen Trick. Er gibt sie einfach zum restlichen Zucker dazu. Der bricht die Zellstruktur der Maisstärke auf, so klumpt sie nicht. Langweilig weiß soll das Fluffy Bread natürlich nicht aussehen. Mit etwas Lebensmittelfarbe wird es ein richtiger Eyecatcher. Dann ab in den Ofen. Wie lange muss das jetzt rein? Um die 20 Minuten bei 150 Grad. Umluft ist immer ganz gut, dass überall schön die Hitze hinkommt. Und das wird sie dann auch noch ein bisschen setzen und ein bisschen andere Form annehmen. Und dann ist gut. Sobald die kleinen Brote von außen dunkel werden, sind sie fertig gebacken und können vorsichtig vom Backblech runter. Okay, dann probieren wir mal die hier, oder? Ja. Die schauen echt ganz gut aus. Auf jeden Fall fluffy. Schau mal, wie die Farbe ist. Richtig leuchtend, Wahnsinn. Ja. Voll lecker auf jeden Fall. Ein guter Party-Gag, oder? Guter Party-Gag. Mhm. Schmeckt immer. Ist halt genügend Zucker drin. Farbenfroh und zuckersüß. Das fluffigste Brot der Welt eignet sich besonders gut als süßer Snack für zwischendurch oder als Nachtisch.